Hallo, ich bin Carsten in Lützel und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne begleiten. Hallo nochmal. Ja, ich will den Eder-Radweg fahren. Nur leider bin ich gerade schon aus Versehen an der Eder-Quelle vorbeigefahren. Da fahre ich jetzt aber nicht nochmal hoch, weil ich bin schon ein ganz schönes Stück wieder runter, bis es mir aufgefallen ist. Naja, jetzt geht es dann erstmal zum offiziellen Start der Eder-Talradweg. Schauen wir mal. Da geht's lang. Ja, von der Quelle aus geht es erstmal hier so eine geschotterte Forststraße bergab Richtung Erntebrück. In Erntebrück ist der offizielle Start des Edertalradwegs. Ja, die wollen den meisten Leuten halt ersparen, hier hochzuklettern, aber so schlimm ist es gar nicht. Ja, nach dem knackigen, oder sind ja ein paar mehrere knackige Anstiege gewesen hoch zur Quelle, geht es jetzt eigentlich hier andersrum ziemlich entspannt runter. Ich glaube, hoch wäre es hier lang gar nicht so steil, aber dafür Schotter. Ist die Frage, was besser ist. Aber der Anfang ist schon echt schön, muss man wirklich sagen. Die Gegend ist klasse. Da unten fließt sie, die Eder. Hier kann man sie das erste Mal sehen. Und jetzt schicken die einen hier tatsächlich, das ist schon fast ein Mountainbike-Trail, was das hier ist. Egal. Solange nicht die Wurzeln allzu groß sind, wird es schon gehen. Ja, bis Erntebrück brauchte ich fast immer die beide Hände am Lenker. Und hier am Bahnhof in Erntebrück beginnt dann jetzt der Eder-Radweg. Ich freue mich. Und da geht's weiter auf Schotter. Da hinten stand ein Schild. Radfahrer absteigen. Ich weiß gar nicht warum. So, jetzt kommt gerade mal ein flacheres Stück. Da kann ich auch mal ein bisschen was erzählen. Habe auch immerhin schon, ich glaube, 25 Kilometer weg. Ich bin schon ein Stück gefahren, aber wie gesagt, also bis hierhin brauchte man wirklich sehr viel beide Hände am Lenker. Ja, Markus Geis, der hat ja gesagt, die Strecken haben teilweise Mountainbike-Charakter und ja, ich weiß jetzt, warum man das sagt, er hat recht. Ja, bin heute relativ spät losgekommen, weil ich bin mit dem Zug angereist und wie es nun mal immer so ist, oder oft so ist mit der Bahn, man kommt immer später an, als man will. Von daher bin ich noch später dran. Jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich zu meinem Campingplatz komme. Aber sollte eigentlich auch kein allzu großes Problem sein. Und jetzt bin ich mal ziemlich direkt an der Eder. Ja, was ich eigentlich auch noch erzählen wollte, mit der Eder starte ich jetzt mein Projekt W,
W steht für Weser. Ja, und was hat die Eder mit der Weser zu tun? Ja, ganz einfach. Die Weser fließt in die Fulda. Und wo Fulda sich und Werra küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Ja, genau. Die Weser entsteht an der Stelle. Zwischendurch muss ich immer aufpassen, wo ich lang muss. Ja, da vorne ist diese ominöse Brücke, wo man sein Fahrrad drüber tragen muss, aber, oder 6 Stufen hochtragen muss. Aber man kann ja auch geradeaus weiterfahren, wenn ich richtig informiert bin, wenn der Bikeline nicht gelogen hat. Ja, schottrig bleibt die Strecke, aber das geht ja. So, da vorne müsste es dann gleich irgendwo links gehen. Da gibt es dann auch eine Brücke, über die man mit dem Fahrrad rüberkommt. Ja, so entspannt wie hier ging es nicht die ganze Zeit bis hierhin. Also man fährt hier durch eine wunderbare Landschaft, aber bis jetzt kam man gar nicht so viel dazu, die Landschaft zu genießen, weil man sich echt konzentrieren musste oder es ging nur bergauf, bergab. Wie eine wilde Maus. Deswegen, ich bin jetzt mal froh, dass jetzt mal hier so ein Stück ist, was relativ flach und entspannt ist. Aber ja, 45 Kilometer habe ich schon. Irgendwas zwischen 60 und 70 sollte der Campingplatz kommen. Ich meine so 64. Habe ich schon gesagt, dass ich in Hessen bin? Auf jeden Fall. Ich habe zumindest den Eindruck, dass es so ist. Sind die Radwege hier besser? Beziehungsweise hier gibt es mehr geteert. Bin gerade ein Stück direkt an der Eder entlang gefahren. Ich habe so viel Mücken gefressen. Ich glaube, mehr Mücken gefressen, als die bei mir Blut gesaugt haben. Na egal. Weiter geht's. So, Tagesendspurt. Ich habe irgendwas über 60 Kilometer. Wie gesagt, so 64, 65 sollte der Campingplatz kommen. Aber dann müsste eigentlich vorher noch dieser berühmte Tunnel kommen. Müsste ja jetzt irgendwann mal so weit sein. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich sehe Wohnwagen. Also wir sind nicht mehr weit bis zum Campingplatz. Reicht auch für heute. Mein lieber Scholli, ging ganz schön bergauf, bergab. Jetzt liege ich schon im Zelt. Ist aber, weiß ich nicht, nach 9, also nach 21 Uhr. Wollte noch ein kurzes Fazit zum heutigen Tag geben. Die Strecke, also ist das erste Stück ist schon ein bisschen anstrengend, muss man sagen. Die ganze Zeit grober Schotter oder viel und dann immer bergauf, bergab. Teilweise dann auch noch, also dann ein Stück, dann okay, das war nur ein paar hundert Meter, das war wirklich ein Single Trail, also das war eindeutig Mountainbike-Niveau, also da weiß ich auch nicht, für einen Fernradweg, also mit Reiserad, mit schwerem Gepäck, das war zu viel. Ja, sonst, Gegend ist super schön. So wie gesagt, ich konnte mich ja, kaum darauf konzentrieren, auf die schöne Natur oder letztens. Dadurch, dass ich auch recht spät erst losgekommen bin und nicht zu spät hier auf dem Campingplatz sein wollte,
bin ich dann auch nicht viel angehalten. Eigentlich nur eine Pause zwischendurch gemacht. Ja, so viel zum heutigen Tag. Bin mal gespannt, ob morgen das Wetter ein bisschen besser ist. Den ganzen Tag war eigentlich super Wetter, bis ich losging, bis ich dann endlich hier war. Und dann war auf einmal, wurde das Wetter schlechter, hat sich der Himmel zugezogen. Aber zum Glück kein Regen. Hoffentlich bleibt es auch so. Na gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen.